Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge heute hier von Betrieb Engineers in der zweiten Staffel auf Microhazard TV. Mitarbeiter, der Heiko. Hallo. So, und wie ihr sehen könnt, Heiko steht auf meinem Boot. Das heißt, das Boot da hinten ist gerade führerlos. Heiko ist aus irgendwelchen Gründen gestorben. Warum bist du gestorben überhaupt? Ja, das raten. Bist du unten gegen die Planken gegengelaufen oder was? Okay, dann sollte man das echt. Dann musst du einfach, Heiko, dann musst du gucken, dass du die Treppen so baust, dass du rechts und links vielleicht nochmal so eine Art Geländer ranmachst irgendwie, dass du halt nicht aus Versehen oben gegenlaufen kannst. Stehst du gerade? Ja. Weil er bei mir immer so eine Laufanimation hat die ganze Ja, Zeit. bei dir auch. Aber ich sehe gerade, habe ich auch. Ja, okay. Egal. So, Leinen los. Wir retten Heikos Boot. Und bringen wir Heiko erstmal dahin. So. Kontrolle. Nee, muss man hier da hinten ran an den Controllable Drum. Ja gut, du Genau. kannst ja mit deinem auch ausparken, ne? Das kann ich mit meinem Ich nicht. kann mit meinem problemlos ausparken. Ups, falsche Richtung. Ja. Naja, ich muss, ich habe den Propeller jetzt ja andersrum dran. Das heißt, ich muss ja jetzt die Channel wechseln. Den Kanal wieder wechseln. So, hier wieder runter und da wieder hoch. So. Ups. Ausparken. Muss mir auch mal was ranmachen an mein Ruder, damit ich sehe, wie das Ruder steht. Ja. Oder oh, hinten ist Heikos Boot, das holen wir jetzt aber ganz schnell ein. Meinst du? Ja, wie der Ja. Wind steht. Ach, wie der Wind steht. Ich bin windunabhängig, vergesst das nicht. Ja, aber ich meine schon für ihn. So, Ruder, Wenn der Ruder. Wind halt ganz günstig steht, ist es ganz schnell weg. Das Ruder erstmal richtig hier gedreht kriegen hinten. Warte mal. Ich muss mal hier nochmal eben schnell eine Planke reinmachen, dass wir hier nicht rausfallen. Ja, ganz hilfreich, glaube So. ich. Das reicht schon. Einfach eine Planke dazwischen. Fertig. So. So. Jetzt geht's ab. Mein Ruder ist falsch. Mein Ruder ist falsch. So. Warte mal. Ich will die Avionics noch zuschalten. Gewiss, wie schnell ich bin. So. Abmarsch. Ja. Naja, 15 km/h, Heiko. 16, 17, 18, 19. Komm, das ist doch schnell. Ja. 20 km/h, Heiko. Mein Schiff steht ja, glaube ich, auch. Ja, trotzdem bin ich schnell. Soll ich gegen rammen? Nee. So, jetzt hat eben wieder dran Ja, kommen. warte mal, warte mal, warte mal. Darf ich erstmal rankommen? Ich kann so vorne über die Spitze rein nicht raufspringen. Warte, 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 ich komme noch. Achso, bin ja schon dran. Oh, Nein! jetzt bist du im Wasser, das ist ja blöd. Da können wir rein, ne? Du kommst nicht bei mir auch nicht wieder rein. Nee. Aber ich kann mein Boot zum Land ziehen. Ja, aber das Segel kann keiner einklappen. Ja. Boah, ich fahre mit meinem Boot hier, ne? Ich hau mal lieber ab. Ja. Kannst du dir einen Balken hinstellen und wieder reinspringen? Ja, eben hatte ich jetzt vor. So, und schon ist es auf Land gelaufen. So. Ja, Siehst du aber auf Grund, oder? wie soll ich mir jetzt einen Balken draufsetzen? Meine Sachen liegen da drin. Ich habe keinen Balken mehr im Inventar. Kommst du mal bitte her? Ja, und was soll ich da machen? Einen Balken setzen. Nee, ich sitze in meinem Boot, schon vergessen? Ja, komm hier hin. Ja, wenn ich runterspringe, dann komme ich in mein Boot nicht mehr rein. Hallo? Pff. Fahr mit dem Boot hin, hä? Wo ist das Problem? Ja, wenn ich mit deinem Boot dahin fahre und denn, wie soll ich da einen Balken setzen, wenn ich im Boot bin? Hä? Aussteigen? Kommt dann so wieder rein, wenn du den Balken jetzt. Ja, und wer macht den Balken denn wieder weg am Ende? Ja, kannst du auch machen, wenn du im Boot bist, hä? Das ist kein Problem. Dann verstehe ich auch nicht, wo dein Problem ist. Dann setz den Balken, geh springen Ja, raus, ich mach habe den eben Balken. keinen Balken. Dann holen Balken! Mein Gott! Kein Problem, Balken zu holen. Hallo Heiko, ich sehe dich! Die riesen Sandpool, ey. Was soll ich, wenn wir so eine Dellen im Sand sind?
Meteoriteneinschläge oder so vielleicht. Hier rüberlaufen. Ich glaube, ich sollte nur extra so einen Rotor anbauen, ey. Was anbauen? So einen Rotor, wie du hast, damit ich auch bei Wind stille fahren kann. Also diesen Ton, den ihr hört, das sind ja eigentlich Flugzeugpropeller. Also ich kann man auch für ein Flugzeug nehmen, ne? Deswegen klingt das so ein bisschen so. Wenn die sich noch schneller drehen würden, hätten die richtig so einen Flugzeugton, sag ich mal. Ah, voll gegengeoxt gegen den Steg gerade. Deswegen, ich will immer nur so einigermaßen dran sein, dann ziehe ich mich den Rest immer selber ran. Ich könnte das Anlegen auch komplett hier über Dings machen, ne? Also. Wie man es bei dir auch schon machen kann, mit dem Boot ziehen einfach. Also eigentlich braucht man gar keinen Motor. An sich nicht, nö. Ist allerdings unrealistisch. Ja. So. Ein Stück nach vorne. Näher ran. So, Seil festmachen. Ups, rüberspringen. Connecten. So. Ach du Schande. Oh, jetzt hast du mal Speed drauf. Ja, wenn man ein Boot auf Wind hat, ne? Ja, dafür gibt es eine Windfahne, die kannst du raufstellen aufs Boot, ne? Ruder. Ja, dein Ruder ist ein bisschen... Aber man sieht auch, dass das Segel dreht sich ja, ne? In die entsprechende Richtung wegen Wind. Jetzt fährst du schön auf die Küste drauf zu. Ja, voll rauf auf den Sand. Raus! Auf Grund gelaufen, Heiko. Ja. Das ist eine Übungssache erstmal, ne? Damit klarzukommen. Ja. Ich merk's. Da muss man echt erstmal, ja. Ich überlege, ob ich mein Boot, zwei Seile festmache, ist schon besser. Ja, aber ich stütze komplett im Wind, ey. Ich hole gerade erstmal mein Segel ein, dann komme ich auf jeden Fall erstmal. Wir haben schon wieder niedriger, der Wasserstand war schon wieder deutlich niedriger, der Wasserstand. So, mein Boot ist wieder festgemacht am Pier. Ja, wenn ich jetzt zwei Propeller hätte, Heiko, ne? Ja. Und die mit dem, wenn ich die wirklich eine Dampfmaschine antreibe, was meinst du, wie schnell der Propeller dann dreht? Weil jetzt wäre ich ja nur deswegen nicht wirklich schneller, weil der Propeller sich nicht schneller dreht, weil ich ihn nicht schneller drehen kann. Mit dem Controller mit RAM. Jetzt überleg mal, wie schnell ich werden könnte. Oh ja, du hast aber gut, ja, du hast gut Speed draus, weil das Segel gesetzt. Und dann fährst du wieder genau gegen die Wand. Hui! Das passt einfach noch nicht ganz so mit der Lenkung. Echt. Ja. Bei zu schwach? Ja. Gut. Wieder rückwärts. Yes. Am Feuer Segel hissen. Ja. Wäre gut. Sieht lustig aus vom Weiten auf jeden Fall, was der Heiko da macht. Ich würde dir ja helfen, weil ich komme nicht auf dein Boot rauf. Geht da erstmal so. Nicht mehr quer. Aber nicht, dass du jetzt hier voll in mein Boot reinrammst geradezu, ne? Ich glaube, ich sollte mein Boot mal wieder zwecks Blueprint. Was ist, wenn ich jetzt... Da muss ich die Seile aber abmachen wieder. Ich habe aktuell keine Seile mehr, das ist mein Problem, weißt du? Oh. Ungünstig. Aber warte mal, ich habe noch Leinen dabei. Ich kann noch einmal Seile herstellen. Also Leinenfäden. Also, warte, machst du da hinten? Wenn du jetzt in mein Boot reinrammst, Alter. Warte mal, eben hissen.
Hab ich Speed drauf, ey. Ich mach mir jetzt ganz schnell noch Seiler, will den Blueprint aktualisieren. Also neu machen. Wozu aktualisieren? Naja, weil jetzt der Propeller hinten drauf ist und Avionics und Fackeln und Seile und alles. Ha? Ja. Ich sollte damit dafür damit nur das Boot trennen vom Steg, weil ich glaube, ansonsten nimmt er den Steg mit. Oh Gott, oh Gott, tut, tut. Hallo Eis. Du sollst dich so hinstellen, dass du. Ja, du hast das Problem, dass du entweder dein Ruder siehst oder nicht siehst, wo du hinfährst, ne? Ja. Ist natürlich ein Problem. So. So, jetzt machen wir davon einen neuen Blueprint. So, zack. Loading Blueprints. Ja, ich hab's gemerkt. Entschuldigung. Tut mir leid. Tschüss. Du, ich muss mir eigentlich genau entgegengesetzt steuern, damit ich so auch fahre. So, Speedboot Phoenix. Speichern. So, und im Blueprint-Menü kann ich jetzt das andere rausnehmen, nämlich den Schiffsrumpf. Weißt du? Wie lösche ich denn das? Oh. Löschen, da. Löschen. So. Jetzt ist einfach Spaß, im Boot zu fahren. Jetzt habe ich nämlich den Schiffsrumpf gelöscht, Heiko, und habe jetzt nur noch das Speedboot, weißt du? Ja. Also, in der Variante jetzt hier schon mit Propeller und allem drum und dran. Sogar schon mit Namensschild draußen dran, sogar vor allem. Okay. So, wo ist der Heiko denn jetzt? Einfach dem Fluss folgen. Oh, bist du aber weit weg? Ja. Du weißt, dass du in der Gegenrichtung vielleicht nicht so viel Wind hast? Ja. Und nicht so gut zurückkommst? Möglicherweise. Ich glaube, du brauchst einen Schlepper, Heiko. Ja, komm mal her. Ja, du hast allerdings immer noch keine Metallöse dran, Heiko. Mhm. Ich kann dich nicht schleppen. Echt? Aber ich krieg mein Schiff ja auch nicht gedreht, so, ne? Ja, das ist bei dir natürlich ein Problem, das Schiff zu drehen, ja. Weil du nicht rückwärts fahren kannst, so wirklich. Also, nicht normal, sagen wir mal, so rückwärts fahren kannst. Ja. So, jetzt will ich mal gucken, wie mein Ruder steht, damit ich mir auch mal da so ein Dings drauf klatschen kann. Ich weiß, ich will einfach nur wissen, wie mein Ruder steht immer, weißt du. Also, den Namensschild draußen ist auch gar richtig schön in die Planken eingelassen. Phoenix, yeah. Aber eines drehen geht eigentlich. Auf so einem Gewässer, wie ich jetzt bin, geht's. Aber man kann, ja, die Segel kann man halt meistens nicht drehen in der Regel, ne? Ja. Oh, ich merke schon, der Wind lässt nach. So, machen wir nämlich ja, hier mal. Der Wind lässt nach, dann merkt man. Einen kleinen kurzen Balken nur drauf, damit ich weiß, stehe. Wie das Ruder steht. Oh, jetzt kommst du natürlich nicht wirklich hierher, ne? Nee. Holst du mich ab? Ich könnte das hier hinten limitieren, wenn ich das Ruder nur ein Stück drehe. So, jetzt wäre es nämlich gerade. So. Dann könnte ich das hier jetzt. Wenn ich jetzt hier einfach warten, dass der Wind dreht, ne? Das draufsetze. Ja, könntest du. Dann kann ich nämlich nur, kann ich das Ruder nur bis da steuern. Mache ich jetzt automatisch eine Ruderlimitierung, Heiko. Hm. Dann kann ich es nämlich nicht so stark übersteuern, weißt du? Ja. Naja, ist wichtig. Irgendwie sieht aber wieder auch geil aus, dass ich hier so zwei oder drei Masten stehen habe, ne? Sicher. Eine riesen. Na, so ist noch besser. So kann ich noch ein Stück weiter steuern sogar. Super. So. Ja, ich würde dich abholen, wenn du was zum Schleppen hättest. Mann, ich weiß, ich kann mich selber steuern, hä? Ja, ich weiß, du kannst dich ja selber hierher ziehen im Prinzip, aber. Da musst du echt aufpassen, dass du dich nicht selber vom Boot katapultierst. Weil ich sehe schon gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, wo du bist. Aber im Fluss entlang. Naja, da würde ich schon finden, klar, aber. Sehen tue ich dich nicht mehr. Naja, gut. So, die Folge ist aber auch schon wieder zu Ende. Der Heiko ist unsichtbar geworden für mich, der ist so weit weg, der ist.
Deswegen, ihr merkt, mit Segel zu hantieren ist doch mal deutlich schwieriger, Heiko, ne? Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, weil du halt ein Segel nicht einfach, also du kannst zwar sagen, okay, Segel wieder hoch und dann wieder anhalten, so nach dem Motto, aber ja. Ja, aber man muss halt mit dem Wind arbeiten. Ja, genau, du musst halt mit dem Wind arbeiten und darauf bin ich halt nicht angewiesen mit meinem Boot, ne? Ich glaube, ich baue mir unter mein Deck auch so einen Rotor. Unter Deck schön verstecken, ja? Ja. Ja, ich will ja definitiv nochmal probieren, wie das ist, irgendwann, wenn der Rotor unter Wasser ist. Das dann auch funktioniert. So schön als Schiffsschraube unten. Weißt du? Ah, da hinten ist der Heiko. Guck mal, ist er wieder. So, gut. Aber wir verabschieden. Ne, bitte? Mit Full Speed. Genau. Wir verabschieden uns aber für heute von euch. Wünschen euch noch einen schönen Restmontag und sagen ciao, tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.